Schau dir das mal an, das ist Wahnsinn. Das ist brutal. Ja, ich hab mir schon gedacht, die letzten Tage ist irgendwie so laut, irgendwas surrt da und summt immer. Und ehrlich gesagt, an dem Kirschbaum da, das ist mir ein bisschen merkwürdig vorgekommen, weil klar, am Kirschbaum, wenn der Kirschbaum bläht, sind immer voll Bienen da. Und das ist immer ein bisschen lauter, aber dass es so laut ist, das war mir neu. Und tatsächlich, da hinten ist der Schwarm. Ist der Schwarm, hat sich da gesammelt. Ist tatsächlich ein Bienenschwarm da. Ich hoffe, dass wir einen Imker finden, der wo jetzt die fängt. Ansonsten weiß ich auch nicht. Entweder man lässt es hängen. Ich weiß es nicht, was man tut. Wenn man keinen Imker findet und hat man so einen Schwarm, vielleicht wisst es ihr. Schreibt es in die Kommentare. Dann hilft es anderen nicht weiter, weil so Schwärme, so Bienenschwärme, die sind schon ja, relativ oft irgendwie vorhanden. Boah, einfach hängen lassen, einfach weiterfliegen lassen. Fliegen die weiter? Fragezeichen, keine Ahnung. Ja, jetzt schauen wir mal, ob irgendwer kommt und die einfängt, den Schwarm. Die Königin sitzt auf jeden Fall mit um, sonst wäre der Schwarm da nicht hingegangen. Ich hoffe, dass man einfangen kann. Suchen brutal laut. Man, vielleicht hört man so ein Video. Jetzt haben wir alle ein bisschen aufgeregt. Gerade entdeckt ein Bienenschwarm. Ein Volk oder auf dem Ostumert sich gesammelt hat. Ach Gott, sei. Wieder mal, ich werde nicht bitte mit dem Richtigen. Die hat extra ausgehört. Wenden bei den Haaren. Das meiste mit dem Frontlader oben. Da muss man hier von sein, nur mal. Ja, für was brauche ich das? Für was brauche ich den Dreck? Unkrautrupfer hinterlässt riesen Krater, wie Bomben einschlagen, wie wenn Bomben eingeschlagen haben. Da muss wieder ein Dreck rein. Das heißt, Dreck spazieren fahren. Ja, hilft ja nicht. Auf geht's. Apfelblüten, einfach herrlich.
ja, jetzt werden wir dann mal noch schauen, was im Gemüsegarten so los ist. Jawohl. Boah, brutal. Das ist echt krass, eine Narzisse. Narzisse wächst einfach da außer. Von dem unglaublich. Also tatsächlich, die Narzisse ist da hinten. Da ist anscheinend die Zwiebel runtergefallen und die wächst Richtung Licht, also Richtung Licht. Und jetzt wächst es da raus. Ist schon verblüht. Unglaublich. Ja, das sind Pflanzen, gell? Aber jetzt schauen wir mal Richtung Gemüsegarten. Ja, da haben wir wieder unseren Zuckermais herbaut. Wir haben wieder ein paar nachgepflanzt, weil ein paar gestorben sind, also auf gut bayerisch verreckt. Die sind in der Nacht ist eher nicht einfach nur zu kalt gewesen, also man sieht es. Die sind einfach, ja, die sind kaputt. Also der geht noch ein bisschen, aber der ist einfach kaputt, der ist erfroren. In der Nacht ist einfach Anfang Mai für einen Zuckermais einfach nur viel zu kalt in der Nacht. Ja, schade. Aber wir haben da ein bisschen was nachgepflanzt. Schauen wir mal, wie der so hochkommt. Ja, dann haben wir da einen. Ja, gute Frage. Sellerie? Ja, Sellerie. Sellerie, eine Reihe 4 gepflanzt. Auch heute, Anfang Mai. Das waren schon so Pflänzchen, also so Pflanzl, so Setzlinge. Die haben wir jetzt praktisch nach außen verfrachtet. Jawohl. Und da kommt auch schon was. Man sieht es. Ein bisschen wie. Man treibt da schon was aus. Jawohl, einwandfrei. Tut sich schon was auf dem Gemüsegarten. Ne? Jawohl. Schauen wir mal weiter. Ja, da kommt auch schon was. Da kommt tatsächlich auch schon was. Jetzt vielleicht eine Woche nachdem es rausgekommen ist. Ja, gut, 2 Wochen nachdem es rausgekommen ist und gesät worden ist, der Samen rausgekommen ist, geht da auch schon was auf. Aber gute Frage, ich weiß nicht mehr, was da gesät worden ist. Plan habe ich auch keinen gemacht, also das heißt Überraschungspaket. Schauen wir mal, was da aufgeht. Im Endeffekt sehen wir es, wenn es fertig aufgegangen ist, was da dann wächst. Jawohl, schauen wir mal Häusl weiter. Ja, was haben wir da für eines? Knoblauch, einmal eine Reihe zum Probieren. Schnittknoblauch, Schnittknoblauch, glaube ich heißt es. Schauen wir mal, ob er was wird. Ja, und der Wilde wird auch immer wilder. Wer weiß, was das ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auflösung gibt es nicht. Wer es weiß, kriegt den ersten Preis. Wunderbar. Jo, dann schauen wir mal nach die Bienen, auf einen eingefangenen Bienenstamm, oder wie sagt man, Bienenvolk, genau. Schauen wir mal, der Imker war da und hat runtergeschiedelt. Jetzt schauen wir mal, ob sie in der Beute drin sind. Die bleibt über Nacht bleibt die Beute vor Ort, dass auch die restlichen Bienen noch reinfliegen können. So hat er gesagt, der Fachmann. Und dann holt er es morgen in der Früh ab. Schauen wir mal, wie viel schon drin sind in der Beute. Ein bisschen durchs Unterholz durch. Schauen wir mal. Wir werden sie nicht stören, dann müssen wir ein bisschen Obacht geben, nicht dass wir Probleme kriegen. Bei dem hier. Schauen wir mal.
Das war, an dem Ostsand Druck hängt. Da schwirren aber noch ein paar rum. Das ist die Beute, da was jetzt drin sind alle. Man sieht es direkt. Summt brutal laut. Cool. Ja, unsere Ischen Lahn haben wir auch gekriegt. Die können wir sich noch anschauen. Die haben wir auch fertig. Ganz wichtig, ein Gleichmacher, das was im Wasser ist, also im Wasser ausgerichtet ist, das ist ganz wichtig. So schaut das Ganze aus. Aufeinander mit einem Gleich anrichten. Das Gleich habe ich selber geschnien. Mit einem gewissen Abstand. Mei, wie viel werden das auch? 2 cm zwischen die Lahn und dann sollte die schön die Luft durchziehen können und das Holz schön drücken können. Pro Zentimeter, das sind jetzt 5er Lahn, also 5 cm, sollte man es ein Jahr liegen lassen. Das heißt, 5 Jahre legen die Dinger da im Freien und sollen da trocknen. Und dann sollte man es ins Trockene da in den Stadel rein oder was. Und dann passt die Sache. Wie ihr vorher gesehen habt, die Stempel bei den Himbeeren. Das sind auch aus Eschenholz, das probiere ich jetzt einmal. Am besten sollte man es entrinden, das habe ich auch gemacht. Also die Rinde entfernen, drinnen weg da, anschäpsen, sagen wir dazu. dass Ungeziefer nicht eingeht und dass der Stempel länger hält. Das ist ganz wichtig, weil sonst macht man sich einen Haufen Arbeit und der Stempel hält einfach nicht her. Der hält höchstens ein Jahr und dann ist vorbei. Dann ist er zugefallen, auf gut Deutsch gesagt. Und drum immer schallen und den Boden einschnalzen gescheit und noch ein paar Bandel spannen, dass sie die Himbeeren schön aufkraxeln können und noch haben die einen Halt und auch die Stachelbeeren haben wir mit dem einzeichnet. Jawohl, wie gesagt, turbulenter Tag, geht zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen wieder einmal. Wenn euch die Videos gefallen, gerne Kanal abonnieren, bewertet die Videos positiv. Bis zum nächsten Mal. Der Raff vom Chrome Valley. Habt ihr Servus.